Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Starfield. So, was haben wir hier eigentlich vor? Ich hab's vergessen. Falsche Taste. Wechselzugang zur Wohnung. Ach, das wäre jetzt vielleicht gar nicht so blöd. Du hast, glaube ich, auch noch eine. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Ich nehme dir gern etwas Last ab. Eigentlich will ich was von dir. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ach, alles nehmen. Du musst los? All ja. Dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Kann ich nicht. Okay. Händler, ich will aber verkaufen. Nein, die verkaufen wir nicht. Sind aber immer noch beladen. Das Ding muss doch eigentlich sowas wie sowas wie ein Lagerraum haben, oder? Ich hab da was für dich. Jederzeit gern, Captain. Schön, Teil des Teams zu sein. Ja, dann arbeiten? Toilette. Gibt's hier sowas wie ein Lager? Küche? Forschungsstation? Schleudersitz? Ich glaube, der schleudert dann hier raus, ne? Hat das Ding kein Lager? Ich bin bereit, Captain. Scheinbar nicht. Ich habe was für dich gefunden. Was denn? Hier, ich habe etwas für dich. Oh. Gern geschehen. Ist von einer der letzten planetaren Expeditionen. Ich bin mehr als nur Kanonenfutter, weißt du? Wirklich? Zum Glück habe ich immer noch ein so gutes Auge. War schon länger nicht mehr im Einsatz. Komm nach den planetaren Ausflügen ruhig mal zu mir. Wenn ich was finde, gebe ich es dir. Wow, Cydonia hat sie mir ein Blatt gegeben? Industriestadt. Die Leute sind etwa... Willst du mein Zeug sehen? Ich will dein Zeug sehen. Aber eigentlich gebe ich dir eher mein Zeug. So. Bis dann. Na, dann wollen wir jetzt aber mal. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Du wirst guten beim Tag. Betreten der Stadt gescannt. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Die scannen nur nach Kopfgeld, oder? Kann das sein? Ich habe Angst, dass die auch wegen den Digi-Dietrichen vielleicht ein bisschen seltsam gucken, aber
Unterdeck? Warte, nein. Da will ich doch gar nicht hin. Oder doch? Schon mal Spacern begegnet? Lass mich raten, ich muss trotzdem jetzt damit fahren. Die Sache ist fix. Unser ganzes Büro zieht nach da. Wo muss ich denn hin? Oh nein, sag bitte nicht, das ist das Äquivalent zu... ich war früher auch mal ein Abenteurer. Oh, das wäre super. Was die wenigsten wissen ist, in der Welt von Skyrim bedeutet das so viel wie, dass man verheiratet ist. Also der Pfeil ist im Prinzip dann die Liebschaft. Ach, ich hasse das mit diesen Digi-Dietrichen, ehrlich gesagt. So, das passt schon mal nicht. Also sind die ja schon mal obsolet. Können ja nur die sein, obwohl andererseits... Nee. Ja, da wird schon ein bisschen kniffliger. Hey, perfekt! Ja! Hätten wir nicht einfach erstmal klingeln können oder so? Geklaut. Oliver Twist? Echt? Okay. Alter, ernsthaft? Wir sind hier in einer Wohnung, die nicht uns gehört. Na gut, okay. Gibt hier nicht. Ist das ein Fernseher oder einfach nur ein Fenster? Programmstatus pausiert. Aktuelles Slicing-Ziel. Slicing? Und dann laufen wir. Meine Leute haben sich bei der Neuverkappung was einfallen lassen. Es sollte ihr genug Saft. Newman. Okay. Ich kann jetzt bestimmt einfach runter und das Ding dann... Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich immer genug Digi-Dietriche habe. Ruhig auch mal welche kaufen.
Falls ich irgendwann mal einen finde, der die überhaupt verkauft. Fünfmal noch. Ich habe übrigens, nur damit ihr das wisst, falls irgendwas seltsam ist, ich habe wieder mal ein bisschen an den Soundeinstellungen rumgeschraubt, was ja mein Headset im oder OBS im Prinzip angeht, weil ich höre mir immer so ein bisschen in die Videos rein, die ich aufnehme, und da gefällt mir einfach nicht. Da ist immer so ein... Wird interessanterweise nur, wenn ich mit den NPCs halt direkt spreche, da ist immer so ein also so ein Hall irgendwie dahinter, oder es wird so komisch ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht mal benennen. Und ich versuche das einfach rauszubekommen, diesen Hall. Also es ist nicht mehr so schlimm wie früher, dass das irgendwie immer ist, aber wenn man drauf achtet, dann hört man es, finde ich. Und das finde ich schlimm. Ich will schon, auch wenn ich nicht das beste Equipment habe, will ich trotzdem recht, ja, ein gutes Produkt abliefern, kann man das so sagen? Eigentlich nicht. Dass man einfach beim Hören nicht irgendwie, dass das nicht komisch klingt. Es soll einfach gut klingen. Einigermaßen, also wenigstens. Ne? Die Crimson Fleet ist im Moment überall. Breitet sich in den Du hast es also gefunden. Und? Hast du was für mich? Also ich gib's ihr zuerst, weil sie immerhin die ist, die als erstes mit uns geredet hat von den beiden. Klasse, ich lasse es vom Mast analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. Irgendwas sagt mir, ich hätte von der auch 2000 bekommen. Scheint so, als hätte jemand versucht, die Gelbank zu hacken. Und zwar mit Erfolg. Sagst du immer noch, du hattest nichts damit zu tun, Zoe? Warum in aller Welt sollte ich das Gesetz brechen? Und dann auch noch die Gelbank, mit der ich selbst Geschäfte mache. Also gut, wir werden das überprüfen. Vielleicht meldet sich jemand. Das wage ich zu bezweifeln. Wir sehen uns. Ist zwar ein Klischee, aber es ist wahr. Alles hat seinen Preis. Wenn du was brauchst, egal was, habe ich es entweder oder ich kann es beschaffen. Eine bessere Auswahl und angemessenere Preise findest du nirgendwo. Händler, wieso verkauft ihr eigentlich Waffen? Ich glaube, ich kann mich von dem Gedanken verabschieden, richtig coole Rüstungen zu bekommen, oder? Hat mich sehr gefreut. Gut, wollen wir schon mal gucken, was wir als nächstes eventuell verfolgen könnten? Ein Abschiedsgeschenk. Eine Frau namens Savadia aus dem Wohnzimmer hat mich ihre Brieffreundin in Caledonia einen Brief zu überbringen. Warner Brother, hat einen Bruder. Hat mich sehr verloren, dann Slade zu finden. Er war zuerst bei Terrible, weißt du, nur in meinem Gebäude. Joa, können wir machen. Ist ja hier auf dem Planeten. Mir das nicht angezeigt? Oh, Mann. Okay. Wird mir wohl nicht angezeigt. Das heißt, wir gehen als erstes zu Terra Brew, was natürlich interessant ist, weil Terra Brew gibt es ja hier Tausende. Ich glaube, dieser Planet hier wird irgendwann zu Coruscant. Nachrichten, denen Sie vertrauen können. Gibt es Nachrichten, denen man vertrauen kann?
Außer vielleicht Satire. Ich meine, Satire ist tatsächlich so das richtige Medium eigentlich noch. So. Ich weiß, dass es hier irgendwo ein Terra Brew gab. Aber kann natürlich auch wieder auf irgendeiner... Entschuldigung. Auf irgendeiner anderen Ebene, Parterre, ich habe keine Ahnung. Yes. Da ist gerade kein Versand. Oh cool, wo geht's denn hier hin? Ich wusste gar nicht, dass ich das hier so verlassen kann, die Stadt. Aber das ist nicht so das, was ich versuche zu bezwecken. Aber die Umgebung sollten wir uns auch noch mal irgendwann richtig angucken. Aber die sieht auch ein bisschen... Ja, schön finde ich das ehrlich gesagt nicht. Ist einfach nur... Fühlt sich ein bisschen anders, ist einfach nur gemacht. Damit es halt da ist. Hätte man eigentlich auch verzichten können und ja, die Rechenleistung sparen. So, Terra Brew. Ich weiß, dass es irgendwo ein oder zwei sogar gab. Was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt hier einfach rumballern würde? Ich glaube, ich bin auf der falschen Ebene. Hier war kein Terrapool. Obwohl der sich ja hier eigentlich anbieten würde. Oder, nee, ich glaube, ist der das? Wo denn? Nee, das war nicht das Terra Brew. Terra Brew. Die Gal Bank. Ja, komm. Dann gehen wir mal in einen anderen District. Ach, guck mal, wer da angerannt kommt. Die konnte mir natürlich nicht folgen. Dieser Ort ist im Andenken an die im Koloniekrieg Verstorbenen gewidmet. Bitte seien Sie taktvoll. So, ich wollte mal in den anderen District. Oh, ich verlaufe mich hier einfach. Hier. Vielleicht war es im Wohndistrikt.
Muss ja eigentlich. Mercury Tower? Nach einer Stunde jammern sind sie endlich im Haus. Da drüben steht doch Hundchen. Wenigstens sind sie da draußen. Dim, dim, dim. Warte, das kommt mir hier aber sehr bekannt vor. Also so bekannt vor, dass ich das Gefühl habe, dass ich gerade erst hier war. Ja, ich war gerade erst hier. Cool. Frage, in so einer Welt, ne, wie wahrscheinlich ist es, dass die Leute noch sowas wie Science-Fiction-Serien gucken? Oder sind Science-Fiction-Serien dann gar keine Science-Fiction mehr? Weil Science-Fiction ist ja, heißt ja im Prinzip nur das, was momentan nicht ist. Runtergebrochen, ne? Natürlich heißt es nicht das wortwörtlich übersetzt. Das, was nicht ist.